In der Schweiz soll illegal gepokert werden. Und Spieler verzocken dabei Tausende von Franken. Hey, aber ich hoffe, wir fliegen nicht auf. Das hoffe ich auch. Es wäre unangenehm. Es wäre wirklich unangenehm. Wir gehen undercover in einen Pokerclub und belegen dort anscheinend verbotene Spiele. Kann ich das zurückwechseln? 80. Ja. Nach den Aufnahmen, die wir jetzt gesehen haben, haben wir neue Strafdaten. Also die Strafverfolgungsbehörden müssen aktiv werden und das verfolgen. Poker is a game of skill. Und wir zeigen, dass zentrale Figuren von einem Pokerverband in diesem Business drin sind. Wir treffen einen ehemaligen Spielsüchtigen, der alles verloren hat. Aktuell habe ich noch etwa 350'000 Schulden. Wie einfach ist es eigentlich, in Pokerclubs in der Schweiz illegal um Geld zu spielen? Und was steckt da für ein shady System dahinter? Ich versuche heute mein Glück im Pokern, und zwar hier im Pokerclub von F3 in Illnau-Frettigen. Die Recherche die führt uns tief in die Pokerszene hinein. Das ist einer von diesen Pokerclubs, wo man darf, um Geld spielen. Der Club hat eine Bewilligung. Pro Turnier kann man sich mit 100 Franken einkaufen. Heute spielen wir aber ganz ohne Geld. Du darfst nicht als erstes schon rausfallen. Arlen. Was macht denn für euch so die Faszination aus am Pokerspiel? Also für mich ist es eine Kombination aus Glücksspiel und Strategie. Es ist die ganze Kombination von allem. Also die Adrenalin, die du drin hast. Ich habe es das erste Mal gespielt und mir jetzt einfach gerade die Ärmel hineingezogen. Ich finde es hochspannend. Aber das Geld, das spielt schon auch noch eine Rolle, oder? Das Geld spielt sehr wohl eine Rolle, weil es macht es natürlich ganz noch viel spannender, oder? In der Schweiz dürfen wir erst seit 2019 in so Clubs legal um Geld pokern. Vorher war das jahrelang verboten. Du nicht, oder? Es braucht dafür eine Bewilligung. Aber es gibt auch viele Clubs, die keine haben. Wie stehst du zu dem? Das ist mir ein absoluter Dorn im Auge. Der Pokerspieler gefördert mit dem, dass es wieder unter Umständen wieder komplett verboten wird, das Pokern. Und das wäre schade. Der René Rauch ist selber leidenschaftlicher Pokerer und bis vor kurzem Präsident des Schweizer Pokerverbandes BOF. Ihn ärgert, dass sich nicht alle Clubs an das Gesetz halten. Es gäbe eine grosse illegale Pokerszene in der Schweiz. Legale Pokerszene haben wir ungefähr etwa 30 bis 40 legale Anbieter in der Schweiz. Illegale Szenen sind es weit über 100. Was passiert denn in diesen Club illegal? Dort wird so illegal gespielt, dass zeitweise bis zu 100'000 Franken auf den Tischen vorhanden sind. Leute spielen mit Geld, das ihnen nicht gehört. Leute verschulden sich, nehmen Kredite auf. Es werden Kredite gewährt mit horrenden Zinsen. Das ist absolut gegen die Idee des Geldspiels. Als bewilligter Club stechen wir in der direkten Konkurrenz zu diesen illegalen Clubs. Das ist nicht einfach. Man zahlt für die Bewilligung, muss eine Geldlimite einhalten. Das sorgt für ziemlich viel Unmut in der ganzen Szene. Geldspiele sind nicht umsonst klar reguliert. Sie können Existenzen zerstören. Ich treffe den Simon, er heisst eigentlich anders. Er war jahrelang spielsüchtig. Ich bin der Simon, ich bin 50 Jahre alt und ich bin seit etwa 30 Jahren in dieser Szene. Ich bin aber seit etwa 3 Jahren klein. Die Spielsucht prägt aber sein Leben bis heute. Und die Folgen sind einschneidend. Er hat Job und Beziehungen verloren und muss immer noch Schulden abzahlen. Aktuell habe ich noch etwa 350'000 Schulden. Wie viel Geld hast du das Gefühl, hast du insgesamt verspielt? Über meine ganze Lebenszeit? Ich würde sagen, vielleicht etwa 2,5 Millionen. Er hätte gut verdient, aber der Lohn sei gar nicht schnell weg gewesen. Er hätte Geld aufgenommen bei der Bank und auch bei seinem Umfeld ausgelehnt. Ich habe studiert und fast kein Geld gehabt. Ich habe das Gefühl, man kann da relativ easy Geld verdienen, ohne gross zu arbeiten. Das Geld war sicher immer ein Elixier in meinem ganzen Spielverhalten. In dieser Szene hat man auch immer ein bisschen über seine Verhältnisse gelebt. Man hat sich Anschaffungen gemacht, die völlig wahnwitzig waren. Viele Leute sind in den Casinos gesperrt und zocken drum in diesen verbotenen Pokerclubs. Dort hat es keinen Spielerschutz
und die Leute rutschen tiefer in die Schulden. Also ich habe daneben geschafft, in der Nacht habe ich dann gespielt und am Wochenende auch noch durchgespielt. Und irgendwann ist der Körper, wie auch der Geist, fast kollabiert. Hey, das ist schon krass, was Simon da passiert ist. Ich frage mich, wie kann das überhaupt sein? Es gibt ein Gesetz in der Schweiz, das genau so Schicksal verhindern sollte. Das Pokern um Geld war außerhalb von Casinos lang verboten. Seit 2019 ist das mit klaren Regeln erlaubt. Es braucht eine kantonale Bewilligung. In Zürich dürfen maximal 200 Franken pro Spiel und 300 Franken pro Tag eingesetzt werden. Der Club darf eine fixe Teilnahmegebühr verlangen, sie muss aber unabhängig vom Einsatz sein. Und es braucht ein Schutzkonzept gegen Spielsucht. Ein Club, der die Vorgaben nicht einhalten soll, ist der Club Fullring zu Wallisellen. Auch Simon hat in seiner Spielsucht da schon tausende Franken pro Abend verloren. Wir haben Hinweise bekommen, dass in diesem Club illegale Cashgames stattfinden sollen. Das hat das Ganze ins Rollen gebracht. Öffnungszeiten Montag bis Sonntag 19 bis 7 Uhr. Das sind rechte Nachteulen, die Pokerer. Hey, die haben hier richtige so Social-Media-Videos und so einen Hochglanz-Auftritt auf Instagram. Offiziell kann man dort nur ohne Geldeinsatz spielen. Stimmt das echt? Das wollte ich jetzt selber checken. Wie hast du dich vorbereitet? Vorbereitet? Also ein bisschen Poker gespielt und online. Und ich glaube vor allem mich um die Technik kümmern. Wieso? Ich glaube mehr um die Technik kümmern als um das Poker an sich. Bist du nervös? Ein bisschen. Merkst du es? Ich auch. Der Plan ist, ich gehe rein und pokere. Filme verdeckt. So wollen wir belegen, dass da wirklich um Geld gespielt wird. So. Also Geld habe ich, Ding habe ich, den Rucksack lasse ich dir da. Good luck. Danke. Dir auch gut zu warten. Ciao, ciao. Ciao, Conlin. Und schon bin ich drin. Das ist einfach gegangen. Es ist alles ein bisschen düster und ich bin angespannt. Ich habe angeläutet, ich kann hier pokern. Am Anfang werde ich eingeladen, um eine Gratis-Runde zu spielen und sogar das Getränk wird mir geschenkt. Aber schon nach kurzer Zeit habe ich alle meine Chips verloren. Jemand vom Club sagt mir, ich könne beim Mann im Kapuzenpulli Plaketten zum Weiterspielen kaufen. Das ist der entscheidende Moment. Ich kaufe für 300 Franken Plaketten. Das Ganze passiert nicht versteckt, sondern offen neben der Bar. Alle, die spielen, wechseln hier ihr Geld. So, das ist 250 und das wäre 50. Danke vielmals. Viel Glück. Am Pokertisch haben sie mir dann die Plaketten in Chips umgewechselt. Mit denen spiele ich jetzt am Tisch. Ich habe deutlich weniger Chips als die meisten anderen. Was mir auffällt, der Dealer nimmt jedes Mal einen Teil der Chips aus dem Spiel für den Club. Das nennt man Rake. Und genau so Gebühren sind eigentlich verboten. Auf dem Tisch ist das Logo der SPSA. Das ist der offizielle Pokerverband. Der wird später in dieser Geschichte noch wichtig. Während ich am Spielen bin, wartet Nadine von aussen. Der Konradin ist jetzt 2 Stunden am Spielen und ich hoffe einfach, er fliegt mit seinen versteckten Kameras nicht auf. Ich habe zwar zuerst ein paar Hände gewonnen, bin trotzdem ziemlich schnell als Anfänger aufgeflogen. Bald sind meine meisten Chips weg. Die Leute reden auch über mich. Langsam wird es ungemütlich. Nichts wie raus. Kann ich das zurückwechseln? 80. Ja. Die Pokertische im Club sind inzwischen voll besetzt. Ich lasse mich auszahlen, gerade in dem Moment wechselt jemand neben mir eine 1000er-Note. Alles? Alles. Vor der Türe werde ich angesprochen. Hast du verloren? Ja, schon ein bisschen verloren, aber immerhin nicht alles. Und du? Ja, 800. Oh, Scheiße, spielst du viel? Ich mache das hauptberuflich. Wirklich? Ja. Aber momentan habe ich einfach eine Pechsträhne. Es ist extrem. Der letzte Monat war
Grausam. 12'000. Scheiße. Ja gut, der oben ist noch nicht fertig. Also, ciao und schöne. Hey, wie ist es? Hey. Ja, na, speziell. So eine komische Atmosphäre da drin irgendwie. Es ist so. Also nachdem ich mich mal so ein bisschen dran gewöhnt habe, war es irgendwie okay gewesen, aber vorher ist es mir recht so schummrig vorgekommen und alles so ein bisschen schmeckt nach Rauch und so, die Tische sind so fettig und es sind alles so ein bisschen verlorene Gestalten da drin. Ich hätte nicht gedacht, dass das so mitten im Raum offen abläuft, aber ja, es ist, ich meine, was willst du dort verstecken? Allen dort innen ist klar, also die sind ja nur am Cash-Game spielen, also da ist über 10'000 Franken auf dem Tisch gelegen, oder? Mit der Aufnahme aus dem Pokerclub gehe ich jetzt zu einem Anwalt, der auf Geldspiel spezialisiert ist. Und von ihm möchte ich wissen, ob diese Spiele wirklich illegal sind. Grüezi, Herr Zellweger. Grüezi, danke. Der Manuel Bader vertritt Leute, die beim Online-Poker viel Geld verloren haben. Und kennt sich mit dem Geldspielgesetz gut aus. So, dann haben wir hier die Videoaufnahme, die wir Ihnen zeigen. Mhm. Jetzt hier sieht man, dass der Rake genommen wird, oder? Also er nimmt es und tut es hier so in den Schlitz rein, oder? Okay. Ja. Wenn man legale Spiele durchführt mit einer kantonalen Bewilligung, dann darf man Gebühren nehmen, aber man muss sie ganz klar trennen. Oder? Man muss sie vorab getrennt vereinnahmen und kann sie nicht ins Spiel einfließen, so wie das hier gemacht wird, ist das nicht zulässig. Ich habe ihm die 300 Franken Bargeld gegeben. Mhm. Er hat mir Chips im Wert von 300 Franken gegeben. Wenn man mit 300 kann an den Tisch gehen, ist es bereits illegal. Oder? Das ist, die Limiten sind hier sehr klar festgelegt in der Verordnung vom Geldspielgesetz und dort heisst es 200 ist die Limite. Wenn man drüber ist, braucht man eine Konzession, müsste man in einem Casino spielen und darum haben wir hier illegales Geldspiel und das ist verboten, steht unter Strafe auch. Wir haben herausgefunden, schon im Jahr 2017 soll es im Fullring illegale Pokerspiele gegeben haben. Dazu läuft nämlich ein Verfahren gegen 3 Personen vom Club. Die sagen, sie hätten nichts Verbotenes gemacht. Es gilt die Unschuldsvermutung. Ja, das Überraschende ist, dass so wie es der Anschein macht, dass sie einfach noch weitermachen. Oder? Und das wird sich sicher negativ auswirken auf das Strafverfahren damals. Oder? Und es würde mich überraschen, wenn es nicht ein neues Strafverfahren daraus herausgäbe. Oder? Nach den Aufnahmen, die wir jetzt gesehen haben, haben wir neue Straftaten. Also die Strafverfolgungsbehörden müssten aktiv werden und das verfolgen. Verfolgen tut so Fall die Eidgenössische Spielbankenkommission. Sie schreiben, so Fälle seien sehr kompliziert und die Polizei dürfe keine geheimen Überwachungsmassnahmen machen. Das erschwere es, so Clubs zu bekämpfen. Und sie schreiben uns auch, wichtige Zeugen und Auskunftspersonen sind teilweise aus Angst vor Repressionen nicht bereit, ihr Wissen und ihre Aussagen zu Protokoll zu geben. Die Angst, die Behörden hier beschreiben, die ist mir auch bei den Recherchen aufgefallen. Es will eigentlich niemand die illegale Szene anschwärzen, weil alle kennen sich um ein paar Ecken. In der Pokerszene gibt es 2 Verbände. Den Schweizer Pokerverband, SPOF, und die Swiss Poker Sports Association, die SPSA. Der Verband SPSA hat 25 Mitgliederclubs und etwa 15'000 Spielerinnen und Spieler. Der Präsident ist Sascha Kuba. Mit ihm im Vorstand ist Alexandre Thuiri. Die 2 werden jetzt wichtig. Sie geben ihrem Verband einen professionellen Auftritt, haben bekannte Sponsoren, veranstalten Meisterschaftsspiele in der ganzen Schweiz. Gemäss ihren Statuten setzt sich die SPSA für Ethik und Fairness im Poker ein. Der Pokersport soll nach den Vorstellungen vom Verbandspräsident richtig gross werden. We have made it our mission to bring this exciting sport to the broad public. Tönt gut, aber jetzt kommt's. Die beiden stecken auch hinter dem Pokerclub Fullring, also von dem Club, wo die mutmaßlich illegalen Geldspiele laufen.
Der Alexander Duiri ist Vereinspräsident des Pokerclubs. Sein Geschäftspartner, der Sascha Kuba, vermietet ihm seit vielen Jahren den Raum zum Spielen. Das shady Business mit dem vermutlich illegalen Geldspiel beschränkt sich nicht nur auf den Club Fullring. Von Insider habe ich gehört, dass andere Clubs das Modell vom Fullring übernommen haben. Die Insider die beschreiben uns ein regelrechtes Netzwerk, also anscheinend illegale Pokerclubs. Gesteuert soll das Ganze werden von verantwortlichen Personen aus dem Pokerverband SPSA. Der Verband habe Plaketten, Personal und juristische Beratung angeboten. Dafür haben gewisse Verbandsleute einen Teil des Gewinns kassiert. Der Verband bestreitet die Gewinnbeteiligung in anderen Clubs vehement. Es seien alles haltlose Vorwürfe. Die Angebote seien nur für legale Zwecke vorgesehen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Sascha Kuba. Das ist eigentlich die zentrale Figur in dem ganzen Pokerkonstrukt und auch beim SPSA. Und jetzt ist der Moment, wo wir eigentlich antworten wollen. Am Telefon hat er uns ein Interview vor der Kamera in Aussicht gestellt. Darum sind wir jetzt am Hauptsitz des Pokerverband SPSA. Das ist ein richtiges Schloss mit einem Vorplatz. Wir werden schon erwartet. Zweiter Stock oben. Gehen wir da rein. Da rein. Super, danke. Da, grüezi. Während dem Vorgespräch kommen nicht Filme. Und wo er von unserer Recherche hört, wird es ungemütlich. Es gibt kein Interview. Wir haben jetzt gerade ein episches zweistündiges Gespräch gehabt. Er hat sich um Kopf und Kragen geredet und hat gesagt, er wüsste nichts von diesen illegalen Geldspielen im Fullring. Hast du ihm das geglaubt? Ich habe ihm das nicht abgenommen. Für das sind die Belege einfach zu eindeutig. Wir haben unsere Fragen nachher schriftlich gestellt. Der Sascha Kuba schreibt uns, er würde nicht dulden, wenn dort das Gesetz nicht eingehalten wird. Er sei aber nur der Vermieter des Pokerclub Fullring und wisse nicht genau, was dort läuft. Das ist aber etwas komisch, weil wir haben das Protokoll hier. Und da sagt Sascha Kuba: Hallo zusammen, ich bin Sascha Kuba. Einigen zumindest bestimmt in der Region bin ich bekannt als die Hauptfigur des Pokerclubs Fullring. Der Alexander Duiri schreibt uns, er kümmere sich nur um die Administration und habe nichts mit dem illegalen Geldspiel zu tun. Er würde das auch nicht gutheissen und er trete zurück als Vereinspräsident. Er sei offen für eine Untersuchung. Und dann gibt es ja noch das Strafverfahren. Die Geldspiele sollen schon vor 7 Jahren stattgefunden haben. Das sehen wir aus den Akten. 3 Leute, darunter Sascha Kuba und der Alexandre Duiri, weisen die Vorwürfe im Verfahren zurück. Es gäbe extra einen Tagesverantwortlichen und dem müssen sie schauen, dass nicht um Geld gespielt wird. Uns gegenüber wollen sie zum laufenden Verfahren nichts sagen. Ein rechtskräftiges Urteil gibt es noch nicht. Für alle gilt die Unschuldsvermutung. Der Verband SPSA ist im Januar, noch während unserer Recherche, mit rund 2 Millionen Franken Schulden in Konkurs gegangen. Wir sind zurück beim Fullring und ich habe gehört, der Club sei inzwischen zugegangen, kurz nachdem wir unsere Fragen geschickt haben. Kuba, grüezi. Sie, ich wollte schauen, ist der Club zu da inzwischen? Der Sascha Kuba selber ist jetzt da gerade drin im Club. Er sagt aber, er will nicht mit uns reden. Er hat auch nicht sagen, ob jetzt der Club zu ist. Wir haben herausgefunden, um hohe Beträge zu pokern, ist in der Schweiz mega easy. Und dabei haben wir noch ein mutmaßlich illegales Pokernetzwerk aufgedeckt. Wenn du mehr von unseren Recherchen sehen willst, da haben wir noch eine verlinkt und da tauchen wir ins Darknet ein.